Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie zu dem heutigen Beiratsvorabend zu begrüßen. Man sagt immer, ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, aber ich freue mich tatsächlich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und das hängt natürlich nicht zuletzt, nehme ich an, mit dem Referenten zusammen, mit dem Thema des Vortrags und vielleicht, last but not least, ein bisschen auch damit, dass er so freundlich ist, heute Abend Deutsch zu sprechen. Ich begrüße besonders herzlich die Mitglieder des Beirats. Der Beirat wird morgen intensiv zu arbeiten haben und wir bzw. Lars Czitka versuchen, ihm die Beiratsarbeit etwas zu versüßen durch ein Vergnügen am Abend vorher. Und Sie alle sind also Teil dieses Vergnügens. Ich bedanke mich bei den Beiratsmitgliedern, die heute Abend schon hier sind, schon jetzt für die morgige Arbeit. Ich bedanke mich herzlich bei Lars Czitka, der gleich zu uns reden wird. Und ich bedanke mich bei Raghavendra Gadakar, Permanent Fellow bei uns, der Lars einführen wird, und zwar in Englisch. Raghavendra, the floor is yours. Good evening. As you've just heard, my name is Raghavendra Gadakar. I am professor of ecology and evolutionary biology at the Indian Institute of Science and permanent fellow at the Wissenschafts College. Along with my colleague Dieter Ebert, I am responsible for bringing to the Wissenschafts College such outstanding scholars in the life sciences as today's Abend Colloquium speaker, Professor Lars Czitka. Today, the Wissenschafts College is proud to present a Berlin boy who will speak in German on his internationally cutting-edge research on the profound question of whether bees can think, the answer to which might change not just the way we think about bees, but indeed about the way we think about ourselves. I must apologize that I will speak and introduce him in English. That's all I'm capable of. Lars Czitka is currently professor in sensory and behavioral ecology at the School of Biological and Chemical Sciences, Queen Mary University of London, a position he has held since 2005. Lars had his undergraduate education in Göttingen and moved in 1990 to the Freie University in Berlin to obtain a diploma and then a PhD in biology, both in first class under the supervision of Professor Randolph Menzel at that university. Subsequently, he was a postdoctoral fellow at the Freie University in Berlin and at the State University of New York in the USA. Obtaining a Heisenberg Award from the DFG, he returned to Germany to be a lecturer and later senior lecturer in the University of Würzburg at a time when the distinguished ant researcher Bert Holdobler was establishing a modern school for the study of insect societies and mentoring many of today's best known social insect biologists in Germany and around the world. Even I had the privilege of being a part of that exciting atmosphere for 3 months, and that is when I first met Lars. Subsequently, Lars Czitka moved to the UK to join the Queen Mary University of London as senior lecturer and rose to the ranks of reader, full professor, and scientific director, Research Center for Psychology. Lars Czitka's research has been recognized by a number of honors, prizes, and fellowships, including, in addition to those already mentioned, and I will only mention 4 more out of the many, the Royal Society Wolfson Research Merit Award, the Leslie Goodman Award of the Royal Entomological Society, guest professorship of the Fujian Agricultural and Forestry University, China, and Media Star Award of the Queen Mary University in London. For a scientist to be a media star in the UK is no mean feat, I'm sure you'll agree. Professor Czitka has published 231 peer-reviewed papers to date. I suggest that you look at his remarkable website. In his most impressive website,
These 231 papers are listed and immaculately organized, serially numbered, and arranged in reverse chronological order. The list starting in 2018, ending in 1999. But there is something very interesting about this list. The 231 peer-reviewed papers are classified into two categories and printed in red and black, respectively. The red ones, we are told, have been published in top-tier journals. I presume the black ones are not. But do not be fooled by this classification. I read many of the black ones, and they are excellent, sometimes even better than the red ones. Chitka is interested in how honeybees and bumblebees sense the world around them, how they learn and remember what they have sensed, how they make sense of what they have learned, sense and remember and learned, and what roles do their ecology and the force of natural selection play in these matters. These interests have led him and his students to conduct remarkable field and laboratory experiments and computer simulations to test hypotheses about how the bees appear to be so smart. The remarkable cognitive abilities of the bees are naturally at the heart of Chitka's research and the topic of today's colloquium. Humans are rather jealous about animals pretending to be smart. But we grudgingly admit that some animals are better than us at sensing the world around them. Any dog owner knows this. But animals going beyond mere sensing their environment is threatening to us. One ability of ours that we zealously like to guard is our ability to count. At least we like to keep insects out of this. In 1995, Lars Chitka and Carl Giger published a landmark study showing that honeybees can count. I remember reading this paper at the time of its publication. Being so excited, I wrote about it for a wider audience in the Indian journal Current Science. I was therefore pleased to read a few weeks ago in a new paper, the first one in his list of 231, that Chitka and his colleagues have done many new experiments to confirm and uphold these early results. It is true, of course, that bees lack our sophisticated neural mechanisms to count and use instead a much simpler and cruder mechanism. But to me, that is even more impressive. It's like a scientist doing the same research with a smaller grant money. We will hear today many more exciting experiments, and we will have an opportunity to marvel at the cognitive abilities of bees and at the research abilities of Lars Chitka and his students. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Professor Lars Chitka. Thank you very much. Vielen Dank. Ich freue mich auch, dass Sie so zahlreich erschienen sind und sich von Badeseen und Demonstrationen losgerissen haben rechtzeitig. Das ist ja sehr, sehr schön. Also in Anbetracht der vorgerückten Stunde werde ich den Vortrag einfach machen und hoffentlich halbwegs unterhaltsam. Es kommen keine Formeln drin vor, es kommen nicht mal irgendwelche Daten drin vor. Ich werde einfach nur ein paar Ideen vorstellen. Ich werde diese Frage, können Bienen denken, nicht schlussendlich beantworten. Ich werde Ihnen im Grunde genommen drei Studien vorstellen, die aber in Bezug auf diese Frage möglicherweise von Bedeutung sind. Sie werden sich natürlich auch fragen, also hier ist übrigens ein Experiment, das ich gerade in der Serie von Bildern gezeigt habe, wo eine Blüte unter einem Glastisch ist, eine künstliche Blüte, und man nur an die Belohnung in der Mitte rankommt, wenn man an diesem Faden zieht, und das macht diese Runde gerade. Das sieht natürlich schlau aus, aber Sie werden sich fragen, was das eigentlich mit Denken zu tun hat. Und Sie werden sich auch fragen, wo der Titel ja über Bienen ist, wieso da eigentlich eine Hummel in diesem Video gezeigt ist, und sich möglicherweise fragen, ja, wenn der Mann nicht mal eine Biene von einer Hummel unterscheiden kann, dann wird er uns auch nicht viel über das Denken erzählen können.
Hummeln sind aber im biologischen Sinne Bienen. Es gibt nämlich unter den Bienen noch mehr als Honigbienen. Es ist manchmal wichtig, sich das vor Augen zu halten, dass unsere domestizierte Honigbiene, die zurzeit natürlich auch dauernd in den Medien ist, die ist übrigens nicht bedroht, aber viele von den anderen Arten sind tatsächlich bedroht, dass diese Honigbiene nicht die einzige Biene ist. Es gibt über 20.000 Arten von Bienen. Es gibt auch eine Reihe von anderen Honigbienenarten, aber es gibt auch viele ganz, ganz andere Arten. Es gibt zum Beispiel unsere Hummeln hier, die biologisch, wie gesagt, zu den Bienen gehören. Es gibt eine Reihe von stachellosen Bienenarten, die ausschließlich in den Tropen liegen und die so ganz, in diesem Fall ganz interessante Nesteingänge bauen. Dazu kommen wir gleich nochmal zurück. Hier sind eine Reihe von stachellosen Bienen dabei, eine Blüte aufzuschneiden, sodass sie da leichter an den Nektar rankommen. Die meisten Bienenarten sind solitär. Die meisten Bienenarten leben nicht in Stöcken und Nestern, sondern sind alleinerziehende Mütter. Es sind ausschließlich die Mütter, die Arbeit machen. Hier ist zum Beispiel eine Blattschneiderbiene, die sich eine Scheibe hier rausschneidet, um daraus die für ihre Nestkonstruktion zu verwenden. Hier ist eine Biene, die in einem Schneckenhaus nestet. Das ist auch eine solitäre Biene, die darauf spezialisiert ist, sich solche Schneckenhäuser zu kolonisieren. Also das sind Bienen. Zur Definition von Denken komme ich gleich noch. Aber ich wollte, bevor wir zur Kognition und Lernen und Intelligenz kommen, das traditionelle Bild, was ja viele Leute vor Augen haben, ist, dass es bei sozialen Insekten ganz reiche Instinkte gibt und dafür sind sie aber ein bisschen dumm. Aber zu den Instinkten möchte ich auch hervorstellen, dass die mitunter, selbst wenn die nur hart verdrahtete Verhaltensweisen sind, dass es da ganz erstaunliche Phänomene gibt, von denen es keine Parallele gibt unter den Vertebraten, außer vielleicht bei den Menschen. Hier ist wieder ein Beispiel von einer stachellosen Biene, die sich darauf spezialisiert, in lebenden Termitennestern ihre Nester zu bauen. Die schicken einen Suchtrupp los, der dann anfängt, eine Höhle zu bauen. Und die Nesteingänge von diesen stachellosen Bienen sehen so aus. Die sind aus weißem Sand gebaut, nur weißem Sand. Die fliegen also lange Distanzen zum Teil, um diesen weißen Sand von Flüssen zurückzutragen und daraus diese Nesteingänge zu bauen. So sehen die aus, wenn man ein bisschen näher drauf zoomt. Und diese Eingänge dienen dazu, Fressfeinden möglichst schnell zu entkommen, die außerhalb dieser Nesteingänge lauern könnten, wie zum Beispiel Vögel oder Eidechsen und dergleichen. Das funktioniert nämlich so, dass sie mit Höchstgeschwindigkeit in diesen Trichter reinfliegen hier drin und rutschen in das Nest darunter. Nun sind aber die meisten Fressfeinde, ich meine, Honig ist eine sehr energiereiche Nahrung, die energiereichste, die es überhaupt gibt in der Natur und die ist für viele andere Tiere interessant, da werden wir später noch drauf zurückkommen. Aber außer den Vögeln und den Säugetieren, die sich für Honig interessieren und für schmackhafte Bienen, gibt es natürlich auch viele Insekten, die man sich fernhalten muss. Und die erste Herausforderung dieser Pathamona-Bienen, so sehen die aus, ganz fröhliche Gesellen, sind natürlich erstmal die Verteidigung gegen die Termiten, Termitennester, die sie da erobern. Und so sieht diese interne Struktur von so einem Nest aus. Also die haben horizontale Waben, die an solchen Säulen aufgestellt sind, die aus Sand und Pflanzenharz zusammengebaut sind, das sie auch natürlich zusammentragen müssen. Und das ist halt wie so ein Krebsgeschwür, wächst das in so ein Termitennest rein. Nun haben die aber, um sich alle andere Insekten, zum Beispiel andere Bienenarten, als Fressfeinde vom Leib zu halten, auf dem Weg zu diesem Nest, was im Zentrum des Termitennestes sitzt, ein falsches Nest. Die bauen ein Nest, was so aussieht wie ein richtiges Nest, hier unten mit dreidimensionalen Tunnelstrukturen, mit leeren Honigtöpfen oder Töpfen, die mit verdünntem Honig gefüllt worden sind, sodass es für irgendwelche Kundschafter völlig unattraktiv ist und tatsächlich auch falsche Brutzellen. Und dann haben sie hier so eine fischreusenartige Struktur,
die das auch minimiert, dass irgendjemand diesen Tunnel findet, der hier rauf führt in das eigentliche Nest, wo dann hier die Brutwaben sind und hier in einem separaten Bereich Honig und Pollen töpfen. Das entspricht vielleicht dem Stereotyp, dass es so ganz reiches Instinkt bestimmtes Verhalten gibt, und dann auch komplex, aber eben hart, verdrahtet und nicht flexibel. Und innerhalb dieses Bildes der Bienen oder der Insekten generell hat man diese Idee aufgestellt, dass die Bienen tatsächlich, Bienen und andere Insekten, tatsächlich ein sehr reiches Repertoire von hart verdrahteten Verhaltensmustern haben, die aber jede durch bestimmte Stimuluskonfigurationen direkt angesteuert werden und dass es da keine Flexibilität gibt. Und in dem Sinne sind Bienen tatsächlich sowas wie philosophische Zombies, die also keine Idee davon haben, was irgendwelches Verhalten an Resultaten bewirken könnte, sondern einfach nur reagieren, bei denen es keine Eigenaktivität gibt im Gehirn, die Umwelt exploriert und herausfinden will, was dann passiert, wenn man sich in gewisser Weise verhält, sondern die nur passiv auf bestimmte Stimulus-Konfigurationen reagieren. Und diese Idee wollte ich halt jetzt auf den Prüfstand stellen heute Abend. Und sowas wie Denken bei Tieren zu definieren, ist nicht einfach. Ich probiere es mal, aber das sind, wie gesagt, keine abgeschlossenen Ideen und wir können da gerne zusammen dran rumbasteln. Also ich verstehe unter Denken bei Tieren die Art von Gehirn- oder Geistesprozessen, die es ermöglichen, unabhängig von irgendwelchen gegenwärtigen Stimuluskombinationen, einen flexiblen Zugriff auf verschiedene Erinnerungen zu ermöglichen, die es ermöglichen, verschiedene an unterschiedlichen Zeitpunkten in der Vergangenheit gemachte Erinnerungen zu kombinieren und daraus Regeln und Zusammenhänge abzuleiten. Ich verstehe darunter die Möglichkeit, dass man mental und nicht durch Trial and Error mental verschiedene Lösungen zum Problem durchspielt und sich überlegt, was die möglicherweise für Ergebnisse haben könnten. Und dass man auch irgendeine Form von Verständnis für die Ergebnisse des eigenen Verhaltens hat. Also das, was in der Zukunft daraus resultieren könnte, wenn man X oder Y macht. Nun, eine Verhaltensweise, die traditionell nur so verstanden wird, dass es irgendwie ein ganz, ganz wunderbarer Instinkt ist, Darwin hat diesen Instinkt als den wundervollsten aller Instinkte bezeichnet, nämlich den des Wachswabenbaus. Die Honigbienen basteln ja diese Waben selbst. Sie fangen normalerweise an der Decke, also oben an, am Dach ihrer Behausung und bauen dann nach und nach von oben nach unten diese hochgradig regulären, repetitiven, hexagonalen Strukturen, die übrigens mathematisch betrachtet optimal sind, um möglichst wenig Material zu verwenden und dabei möglichst Platz sparen, möglichst viel Raum zu bekommen für das Aufbewahren von Brut wie auch von Honig. Und es sieht natürlich so aus, dass diese Struktur so repetitiv ist, dass es ja im Grunde genommen ganz einfach sein müsste, das irgendwie durch ein roboterhaftes Programm zu bewerkstelligen, bei dem man immer die gleichen Algorithmen durchlaufen lässt. Sie sehen schon, dass da also ganz komplizierte Verhaltensweisen offenbar zugange sind, die wir bisher heute auch nicht verstehen, warum zum Beispiel die Bienen dabei solche Ketten bilden. Es könnte sein, dass das Wachs produziert wird von Bienen, die weiter weg sein müssen, weil das zu warm ist in dem Moment, in dem es produziert wird und dann weitergereicht wird an diese Konstruktion und so weiter. Aber trotzdem ist die traditionelle Idee, dass das alles von Instinkten gesteuert ist. Und einer von den Privilegien hier an einem Wissenschaftskolleg ist, dass man viel Zeit zum Lesen hat und dass es auch einen sehr fantastisch organisierten Zugang zu historischer Literatur gibt. Und wenn man dann da durch diese alten Bücher blättert, findet man zum Teil so fantastische Sachen. Also die sind für mich
im Grunde genommen so aufregend, als ob man diese Entdeckungen selbst gemacht hätte. Und eine davon ist von einem François Huber, einem schweizerischen Wissenschaftler, der sich vor 200 Jahren schon und mehr damit befasst hat, welche Flexibilität es einfach eigentlich geben möge bei dieser Konstruktion von Wachsfarben. Eigentlich müssten hier drei Autoren sein, denn dieser Mann war blind. Er konnte also weder schreiben noch lesen noch selber Experimente machen, aber er zeichnet als einziger Autor verantwortlich für seine Werke. Aber er schreibt schon in seinen Büchern, bezieht er sich immer wieder auf seine Frau, Marie-Emile Lelon, und seinen Diener, François Bernin, mit denen er zusammengearbeitet hat. Aber die müssen natürlich das Schreiben bewerkstelligt haben, die müssen ihm die Literatur vorgelesen haben und auch die Experimente gemacht haben. Aber möglicherweise hat er der François Huber die Sachen diktiert und dergleichen. Das ist natürlich schwer zu rekonstruieren. Heute werden die wohl alle drei als Autoren mit drauf gewesen auf dem Buch. Marie-Emile Lelon hat immer einen Krater auf der Venus nach sich benannt bekommen. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Dieses Team hat sich interessiert für die Flexibilität bei der Konstruktion der Wachsfarben. Und ich habe bereits gesagt, dass die Bienen immer in einem normalen Bienenstock und auch in ihren natürlichen Behausungen, wenn sie in einem hohlen Baum arbeiten, oben anfangen und sich dann graduell nach unten vorarbeiten. Wenn man jetzt einen Roboter basteln würde, der das genauso macht, würde man natürlich auch den Roboter so programmieren, dass er oben anfängt, da erstmal Wachs dran klebt und dann sich graduell entlang der Schwerkraft nach unten arbeitet. Und nun wollte dieses Team halt zunächst mal gerne wissen, was da eigentlich drin passiert in so einem Stock und haben dann, um das alles besser beobachten zu können, den Deckel durch eine Glasscheibe ersetzt. Und das Erste, was sie dabei festgestellt haben, ist, dass die Bienen das nicht gerne machen, an eine Glasscheibe Wachs dran zu kleben, weil das fällt dann nämlich leichter ab. Und stattdessen haben sie den gesamten Bauvorgang umgedreht und haben von unten angefangen und das Ganze als Turm gebaut. Haben also unten ein Wachsfundament gebaut. Die erste Reihe von Zellen ist aber unregel, also ist nicht hexagonal, sondern fünfseitig. Und dann haben sie das wie so ein Turmbau nach oben gebaut. Also die gesamte Verhaltensroutine ist einfach um 180 Grad gedreht. Das ist nicht trivial, denn der Roboter, der das nachgebaut hätte, wie es die Biene normalerweise macht, würde sich damit schon mal auf die Nase legen. Dann haben sie sich gedacht, na gut, was passiert denn, wenn wir jetzt den Boden und das Dach durch Glas ersetzen? Und dann passiert das. Dann fangen sie an, an der Wand ihre Farbe anzukleben. Das sind computersimulierte Bilder, die wir gemacht haben. Also der hat natürlich damals keine Fotos machen können. Sie fangen also dann an der Wand an und bauen lateral durch den Raum, ohne das an die Decke und den Boden anzukleben. Aber jetzt kam das Interessanteste für mich. Was sie nämlich als Nächstes gemacht haben, zusätzlich zu diesem Problem, das den Bienen da gestellt wurde, dass der Fußboden und das Dach aus Glas war, haben sie dann, während die Bienen schon halb durch den Raum gebaut hatten, ihnen die Zielwand durch eine Glasscheibe verdeckt. Also im Prinzip so, dass sie dann schon halb in den Raum gebaut haben und dann wurde die Zielwand, die ja erstmal aus Holz war früher, durch eine Glasscheibe überdeckt. Und dann haben die Bienen die gesamte Konstruktion um 90 Grad gedreht und an die nächstliegende Holzwand gebaut. Er sagt, es sind keine Zahlen genau angegeben, dass im Buch steht, dass sie das immer wieder probiert haben, immer mit dem gleichen Resultat, dass die Bienen, sobald ihnen diese Zielwand versperrt wurde, ihre Konstruktion gedreht haben und dann die nächstliegende Holzwand gesucht haben. Und das ist nicht trivial, denn das ist, man könnte vielleicht erstmal so sagen, wenn man sich überlegt, naja, vielleicht bewegt sich ja dieser kollektive Prozess wie ein einziges Tier, was irgendwie sich auf einer geraden Linie bewegt und dann setzt man ihm plötzlich ein Hindernis in den Weg und dann fliegt das Tier eben drumherum. So macht es halt dann die Schwarmintelligenz. Es gibt ja keinen Stimulus, der im Gegensatz zu wie bei einem Hindernis, was in der Flugbahn auftaucht, auf einmal irgendwie größer wird.
Es ist eine ganz, ganz langsam wachsende Konstruktion. Und man kann diese Aufgabe nicht anders lösen, als dass man irgendwie geometrisch extrapoliert aus der Richtung, in der wir jetzt gerade bauen. Wenn wir jetzt an dieser Wand da hinten ankommen, dann haben wir eine suboptimale Lösung. Das bedeutet also, dass in irgendeiner Weise, wir wissen nicht, wie die Bienen auf der Schwarmebene das hingekriegt haben, dass es irgendwelche Individuen gegeben haben muss, die dieses Ziel ausgewertet haben, diese Zielwand, und die Informationen zum Schwarm, zur Baugruppe sozusagen zurückgebracht haben. Leute, das geht hier in die falsche Richtung, wir müssen irgendwo anders hin. Wie das dann gemacht wird, dass die sich zum Beispiel auf eine Richtung einigen, weiß man nicht. Denn wenn einfach jedes einzelne Individuum auf einmal in verschiedene Richtungen bauen würde, dann hätte man natürlich auch keine besonders funktionsfähige Farbe. Und das finde ich ein großartiges Experiment. Und der Hubert schreibt also in der deutschen Übersetzung dazu Folgendes. Diese Beobachtungen zeigen uns, wie nachgiebig der Instinkt der Bienen ist, wie willig er sich in die Umstände und die Bedürfnisse des Volkes fügt. Die Grenzen ihres Kunstfleißes sind offenbar weniger eingeengt, als man bisher angenommen hat. Und man wird uns, wie ich hoffe, zugeben, dass das Verfahren der Bienen in gewisser Beziehung auch von dem abhängig ist, was man ihre Urteilskraft nennen könnte. Eine Urteilskraft, die freilich wohl mehr vom Gefühle als von wirklicher Schlussfolgerung abhängig ist, deren Feinheit aber mehr der Wirkung einer freien Wahl als der Gewohnheit oder eines vom Tierwillen unabhängigen Mechanismus gleicht. Ich finde das hervorragend formuliert, weil die Grundidee nämlich die ist, dass diese Wabe sich nicht sozusagen aus dem Instinkt der Tiere selbst baut, sondern dass die Tiere im Grunde genommen was wie den Endplan einer Wabe vor Augen haben und dann die instinktuell bedingten Routinen, die ja eher trivial sind, da sechseckige Zellen zu bauen und dergleichen, dem Ziel unterordnet. Aber dazu braucht man erstmal das Ziel. Ohne das Ziel kann man nicht auf einmal, wenn man nicht mehr von oben nach unten kann, dann die ganze Konstruktion umdrehen und von unten nach oben bauen und dergleichen. Und besonders das Experiment, wo sie extrapolieren müssen, um den Wabenbau abzuändern, während sie schon in eine Richtung gebaut haben, finde ich besonders spannend. Also das Experiment zeigt nach meinem Verständnis eine Art des Vorhersehens, der Konsequenzen des eigenen Verhaltens. Wenn man sich fragt, wo das herkommt, ich vermute, dass das ganz am Anfang der Evolution der Tiere passiert ist, so, nämlich an dem Punkt, wo es bildgebende Augen gab. Denn man kann sich nicht in irgendeiner vernünftigen Weise in der visuellen Umgebung orientieren, wenn man nicht auf irgendeiner Weise in die Interpretation der sensorischen Eingänge mit einbaut, was man selber als nächstes vorhat. Also diese Fliege hier, das ist ein Bild von Björn Brems, diese Fliege, die in diesem Flugsimulator hier feststeckt, für die ist es von fundamentaler Bedeutung, ob sich diese Szenerie, die sie um sich herum findet, dreht unabhängig von der Fliege oder ob sie sich dreht, weil die Fliege jetzt gerade sich in die andere Richtung orientiert hat. Und wenn das von der Fliege her nicht klar ist, dann nehmen wir vielleicht mal dieses Beispiel. Also mein Punkt hier ist, dass man die Bilder, die man auf der Netzhaut sieht, überhaupt nicht in irgendeiner sinngebenden Weise interpretieren kann, wenn man nicht mit einbezieht, was man selber als nächstes machen muss. Wenn Sie sich mal bitte dieses Haus angucken und den Kopf mal alle so 25 Grad nach rechts legen, bitte. Ist ziemlich langweilig, oder? Es passiert nämlich gar nichts. Aber was Sie jetzt gerade eigentlich gesehen haben, ist das hier. Denn wenn Sie den Kopf nach rechts legen, dann dreht sich das gesamte Bild um 25 Grad, wenn Sie sich um so viel Grad den Kopf gedreht haben. Das scheint soweit erstmal trivial zu sein. Wenn man sich dieses Bild anguckt, ist es nicht mehr ganz so trivial, weil nämlich in einem Fall, das ist der gleiche sensorische Stimulus,
wenn Sie den Kopf um 25 Grad gehen oder wenn das Haus umkippt. Der wesentliche Unterschied ist in einem Fall, Sie wussten, dass Sie den Kopf bewegen wollen und dass deswegen der Stimulus sich verändert. Und das sagt, da passiert überhaupt nichts Bedeutendes in Ihnen, wenn Sie sich diesem sensorischen Stimulus aussetzen. Wohingegen, wenn sich die Welt auf einmal bewegt um Sie herum, ohne dass Sie eine eigene Bewegung reingesteckt haben, dann hat es eine ganz andere Bedeutung. Und auf dieser einfachsten Ebene zumindest, dass man vorhersehen muss, wie aufgrund von einer selbstgewollten Bewegung sich die Umwelt verändert, glaube ich, liegt möglicherweise sehr weit zurück, nämlich hier, also dieser rosa Bereich hier ist das Kambrium in der Geschichte, das sind hier nur die wirbellosen Tiere, also alle dieser Bereich der Krustazeen, der Insekten, der Cheliceraten, die alle bildgebenden Augen haben, müssen auf dieser einfachsten Ebene zumindest eine Voraussicht der Konsequenzen von selbstgewollten Bewegungen haben, um sich um daraus Sinn zu machen, was ihnen die Augen an Informationen wiedergeben. Zu Lernen und Gedächtnis hat eigentlich nie jemand so schön geschrieben wie Marcel Proust, und also zumindest von den Nichtwissenschaftlern. Und also hier, ich lese Ihnen was vor aus der Suche nach der verlorenen Zeit. Ebenso ist es mit unserer Vergangenheit. Vergebens versuchen wir, sie wieder heraufzubeschwören. Unser Geist bemüht sich umsonst. Sie verbirgt sich außerhalb seines Machtbereichs und unerkennbar für ihn in irgendeinem stofflichen Gegenstand oder der Empfindung, die dieser Gegenstand in uns weckt. In welchem ahnen wir nicht. Ob wir diesem Gegenstand aber vor unserem Tode begegnen oder nie auf ihn stoßen, hängt einzig vom Zufall ab. Und dann, mit einem Male, war die Erinnerung da. Der Geschmack war der jener Madeleine, die mir am Sonntagmorgen in Cambrai, weil ich an diesem Tag vor dem Hochamt nicht aus dem Hause ging, sobald ich in ihrem Zimmer guten Morgen sagte, meine Tante Leonie anbot. Das ist eine Episode, wo er als erwachsener Mann auf einmal, nachdem er diese Madeleine probiert, sich ein gesamtes Kopfkino entwickelt eines Tages aus seiner Kindheit, an dem er diesen gleichen Geschmack auf der Zunge gehabt hat. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Charakterisierung, wie Episoden und Gedächtnisse sich an einzelne Stimuli knüpfen und dann mitunter ein ganzes Szenario sich aus einem einzigen gemerkten Stimulus entwickelt. Und dazu gibt es ein schönes Experiment bei Honigbienen von Judith Reinhardt, Mandiamus Reinversan und Chao Guizhang, die ein Experiment zur Aktivierung von solchen von chemosensorisch getriggerten Gedächtnissen gemacht haben. Nämlich so, hier ist der Stock, der Bienenstock, und sie haben die Bienen auf zwei Futterstellen dressiert. Bienen machen sowas gerne mit, weil sie sich natürlich in der Natur immer selber auf Futterstellen dressieren, nämlich Blüten. Und sie merken sich die Lage des Stocks, wie auch die der Futterstellen. Und sie können sich auch mehrere Düfte zum Beispiel lernen. Also in diesem Fall war es so, dass eine Futterstelle mit Rosenduft beduftet war und die andere mit Zitronenduft. Und alle Bienen kannten, die daran teilgenommen haben, kannten beide diese Futterstellen. Und dann haben die Experimentatoren die Düfte weggenommen von den Futterstellen. Die waren jetzt auf einmal beide gleich, nämlich nicht beduftet. Und haben aber dann den einen oder den anderen, in den Stock geblasen. Sodass also dieser Duft auf einmal in einem räumlichen, unabhängigen Kontext ihnen präsentiert wurde, wo sie ihn bisher noch nicht gerochen hatten. Und haben dann gefragt, was macht denn das im Kopf der Bienen, die diesem, zum Beispiel dem Rosenduft, der normalerweise mit dieser Futterstelle assoziiert war, auszusetzen? Und tatsächlich hat die große Mehrzahl der Bienen, wenn man ihnen im Stock den Rosenduft geboten hat, gesagt, aha, das war die linke Futterstelle. Und sind dann alle zu dieser Futterstelle geflogen. Und wenn man stattdessen den Zitronenduft ihnen geboten hat, der in der Vergangenheit, nicht jetzt, hier ist kein Duft, hier ist auch kein Duft. Wenn man ihnen den Zitronenduft geboten hat, haben sie das richtige räumliche Gedächtnis für den Zitronenduft herausgegraben und sind alle zu
dieser Futterstelle geflogen. Also Bienen können sich mehrere Futterstellen, mehrere Düfte merken und sie können die richtigen räumlichen Gedächtnisse abrufen, wenn man ihnen nur die Düfte bietet. Und zwar in der Situation, in der räumlichen Situation, wo sie die bisher noch nicht bekommen haben. Es gibt ein älteres Experiment von Frisch und Lindauer, was ich ganz besonders interessant finde, wo die Bienen auch auf zwei verschiedene Futterstellen dressiert wurden, und zwar zu unterschiedlichen Tageszeiten. Sowas können sie auch lernen. Also hier war es so, dass sie es im Süden eine Stunde nach Sonnenaufgang eine Belohnung gab, und dann haben die Bienen das gelernt und sind morgens nur hier hingeflogen, und abends eine Stunde vor Sonnenuntergang gab es hier Futter, und dann sind sie alle nach Osten geflogen. Und die meisten Tiere, mit denen wir in der Verhaltensforschung haben, haben das Problem, dass sie uns nicht besonders viele Auskünfte geben können über das, was sie gerade erfahren. Die Bienen können aber, die haben sowas wie eine Symbolsprache. Man kann sie also zumindest in gewissen Situationen, nämlich besonders bei räumlichen Fragestellungen, tatsächlich fragen, was ihnen jetzt gerade durch den Kopf geht. Und dazu muss ich jetzt erstmal ein bisschen weiter ausholen. Es gibt die sogenannte Tanzsprache bei den Bienen. Und wenn man also einen Stock aufmacht oder durch eine Glasscheibe reinguckt, dann sieht man innerhalb dieses dunklen Stocks, dass manche Bienen auf dieser vertikalen Wabe dieses komische Verhaltensmuster zeigen, dass sie ein paar Zentimeter geradeaus laufen, dann in einem Halbkreis links herumlaufen, dann wieder den gleichen Geradeauslauf in der Mitte machen und immer so weiter. In diesem Verhaltensmuster ist ein Code. Dieser Code symbolisiert den Ort einer Futterstelle, den diese Tänzerin gefunden hat. Okay? Und zwar ist es so, dass je länger dieser Schwänzellauf ist, je länger die hier geradeaus läuft, desto weiter entfernt ist das Futter, was sie gefunden hat. Und das sagt anderen Bienen im Stock, wo sie hin müssen. Und die Richtungsinformation ist darin enthalten, wie der Winkel dieses zentralen Schwänzellaufs zur Schwerkraft orientiert ist. In diesem Fall hier ist der Schwänzellauf direkt nach oben. Ein Schwänzellauf direkt nach oben, sagt anderen Bienen, flieg in der Richtung der Sonne. Nach oben heißt, flieg zur Sonne. Der Mann, der das rausgefunden hat, hier sitzt er in seinen Lederhosen, war Karl von Frisch, der hat für das und viele andere Entdeckungen den Nobelpreis bekommen. Hier bewegt sich die Biene andersrum. Dieser Schwänzellauf ist von oben nach unten. Immer und immer wieder macht sie das. Wir hatten gerade gehört, wenn das von unten nach oben geht, heißt das, für andere Bienen fliegt zur Sonne, um das Futter auszusuchen. Umgekehrt, wenn sie nach unten schwänzelt, heißt es für andere Bienen, flieg von der Sonne weg, flieg entgegengesetzt der Sonne. Und jeder Winkel dazwischen lässt sich auf diese Weise kodieren. Hier ist der Schwänzellauf von rechts nach links sozusagen, also 90 Grad zur Schwerkraft. Und das sagt anderen Bienen, fliegt 90 Grad rechts von der Sonne. Und jeder andere Winkel natürlich, den kann man auch so kodieren. Also zum Beispiel, wenn die schwänzelnde Biene 45 Grad rechts von der Schwerkraft macht, heißt das für die anderen Bienen, die diesem Tanz beiwohnen, dass die Blume oder die Futterquelle 45 Grad rechts von der Sonne zu finden ist. Soweit so gut. Das ist tatsächlich eine Art von symbolischer Kommunikation, insofern als das nicht beinhaltet, wie man das vielleicht bei Primaten findet, dass die da irgendwie als Gruppe hinlaufen mit dem Individuum, das informiert ist, sondern man tatsächlich diese Information innerhalb der Dunkelheit des Stocks weitergeben kann, ohne dass man dann dem irgendjemandem was zeigen muss und direkt hin mitkommen und so weiter. Insofern ist es eine symbolische Kommunikation. Es gibt einen gewissen Unterschied zu einer menschlichen Sprache, insofern als natürlich der Wortschatz sehr begrenzt ist und es keine Flexibilität gibt. Es gibt nicht die Möglichkeit, neue Zusammenhänge, neue Dinge, neue Tätigkeiten in dieser Sprache auszudrücken. Also die Bienen könnten nicht auf einmal ein neues Wort für Pestizide finden und dergleichen. Also so gesehen ist es eine relativ unflexible Sprache.
Aber wir können natürlich auf diesem Wege den Bienen zuhören. Wir können herausfinden, wo sie waren, welche Futterquellen sie besucht haben und mitunter auch, was ihnen unabhängig vom Futterquellenbesuch durch den Kopf geht. Dazu komme ich gleich nochmal. Zunächst mal ist es aber natürlich seltsam, dass man die, oder zumindest nicht trivial, dass man die Sonne als Kompassbezug nimmt. Denn im Gegensatz zu einem Magnetkompass, wo die Nadel immer nach Norden zeigt, ist die Sonne zu jeder Tageszeit woanders. Sodass man sie nur als Kompass nehmen kann, wenn man die Sonnenwanderung mit einbezieht. Und die Sonne steht tatsächlich jede Stunde ungefähr 15 Grad woanders. Sodass man also auch eine Uhr haben muss, um irgendwie daraus Sinn zu machen. Hier ist das ein Foto von der Mitternachtssonne. Natürlich ist für einen gehörigen Teil der in temperaten Habitaten des Tages die Sonne ganz weg. Und in der anderen Zeiten wandert sie. Interessanterweise können aber Bienen, auch wenn man ihnen nur ein ganz kleines Zeitfenster lässt, um den Gang der Sonne zu lernen, auch zu anderen Zeiträumen extrapolieren und erstaunlicherweise sogar in die Nacht. Und das ist nun das Experiment, um nochmal drauf zurückzukommen, was Linda und von Frischter damals gemacht haben. Sie haben, wie gesagt, den gleichen Bienen zwei verschiedene Ortszeitzusammenhänge andressiert, morgens früh nach Süden zu fliegen und abends nach Osten. Und die fliegen auch richtig hin und zeigen diese Futterquellen in ihren Tänzen richtig an. Wenn man sich erstmal diesen hell schattierten Bereich anschaut, das ist eine Abbildung aus dem schönen Buch von Randolph Menzel über die Intelligenz der Bienen, dann sieht man hier also erstmal, wie sich der Gang der Sonne verändert über den Tag. Also das ist die Azimutkurve und der Winkel ist hier angegeben. Hier ist die Tageszeit. Hier morgens früh ist dieses Intervall, wo sie früh gefuttert werden. Und wenn man dann guckt, welche Orte sie in ihren Tänzen anzeigen, zeigen die also alle nach Süden. Abends oder nachmittags, da steht die Sonne hier und die zeigen alle diese Abendsfutterstelle an. Alle diese, die sind richtig angezeigt. Jetzt haben die sich die Bienen nachts angeguckt und haben nachgeschaut, was sie dann machen, wenn es dunkel ist, wenn man draußen nicht fliegen kann, und haben geguckt, ob es da auch Tänze gibt. Und sie haben einige gefunden, erstaunlicherweise. Und das sind Tänze, die stattfinden außerhalb des Kommunikationskontextes. Es macht überhaupt keinen adaptiven Sinn, nachts diese Informationen weiterzugeben, weil es zu diesen Zeiten gar kein Futter gibt. Was sie gefunden haben, ist, dass die Tiere vor Mitternacht dazu tendiert haben, den Nachmittagsfutterplatz zeigen und in den frühen Morgenstunden den Vormittagsfutterplatz. Das sind nur relativ wenige Datenpunkte, aber es ist erstaunlich, dass es überhaupt passiert. Dass die Tiere in einem Kontext, nicht in der Kommunikation, sich offenbar an die richtigen Orte erinnern, in den frühen Morgenstunden an die Morgenfutterstelle, in den Abendstunden an die Abendfutterstelle, wenn es draußen dunkel ist, richtig extrapolieren, wo die Sonne steht, hinterm Horizont, aus dem, was sie vom Tag her kennen, und die richtigen Orte anzeigen zu diesen Zeitpunkten. Es gibt ich kann mir keine gute adaptive Erklärung zusammenreimen, warum sie das machen, oder zumindest nicht mehr, als dass man irgendwie im Schlaf ausplaudert, was man irgendwie tagsüber für Geheimnisse gehortet hat und dergleichen. Aber das Erstaunliche ist, dass diese Gedächtnisse offenbar wieder gespielt werden mitten in der Nacht. Und das scheint mir so in Bezug auf die Frage, ob da irgendwas in diesen Köpfen passiert, unabhängig von Stimuluskonfigurationen von außen, schon relativ wichtig zu sein. Nun zu einem Experiment aus unserem Labor. Ich habe ganz bewusst Ihnen Geschichten erzählt, die zum Teil historisch sind, weil die, glaube ich, zum Teil sehr bedeutungsvoll sind. Hier erzählt die Frau Jane Goodall was über unsere Hummel. The most recent example which blows people's minds is the bumblebee. And the bumblebee has been taught to roll a little ball
He rolls it backwards. He rolls the little ball until he can push it down, or maybe she, I don't know, into a hole, like a goal. And as soon as this little ball gets into the goal, the bumblebee is given a little drop of nectar as a reward. So they learn to do this. But the mind-blowing thing is other bumblebees who've merely watched a taught bumblebee can do the same without being taught, just by watching. And that is supposed to be a mark of very superior intelligence. So this is something we're learning all the time. We have been far too arrogant. The animal kingdom, of which we are a part, is filled with secrets. And gosh, I'd love to be young and learning about these things now, because all the doors are wide open and you never know what you're going to find. Da habe ich mich drüber gefreut, dass Jane Goodall von uns. Das ist eine lustige Sache. Wir Insektenforscher haben so eine gewisse Hassliebe zu den Leuten, die an Primaten und Vögeln und dergleichen arbeiten, weil die normalerweise immer auf uns runtergucken und sagen, das ist vielleicht so ein bisschen intelligent, aber so richtig intelligent. Aber offenbar haben wir Jane Goodall beeindruckt. Das hat mich gefreut. Also um das Experiment noch ein bisschen genauer zu erklären, was uns daran beeindruckt hat, ist nicht nur, dass die Hummeln sich gegenseitig was abgeguckt haben, sondern dass sie sogar was besser gemacht haben als das Vorbild sozusagen. Wir haben nämlich so ein Experiment gemacht, wo also sie müssen den Ball in das Zentrum rollen, um an die Belohnung zu kommen. Und wir haben ein Tier, das dressiert ist, das wissen wir schon, dass das diese Aufgabe beherrscht. Und wir haben diesem erfahrenen Tier sozusagen einen Trick in den Weg gestellt, insofern als nämlich die beiden näheren Bälle, von denen es ja einfacher wäre, die in den Mittelpunkt zu rollen, festgeklebt waren. Und deswegen konnte das erfahrene Tier, das wusste das schon, das hat immer nichts ausgemacht, das wusste schon, ich kann sowieso nur den entferntesten Ball rollen und hat das also jedes Mal gemacht. Und dieses unerfahrene Tier hat dabei jedes Mal zugeguckt. Und so sieht es dann aus. Hier ist das erfahrene Tier, das diese Murmel in die Mitte rollt. Und das andere Tier kriegt dann, hier die Orange 96, kriegt dann auch mit eine Belohnung. Aber dieses zuschauende Tier hat selber diese Aufgabe nie gemacht. Das hat nie einen Ball gerollt, um eine Belohnung zu kriegen. Hat also keine Erfahrung mit dieser eigenen Technik. Und dieses Tier, dieses unerfahrene Tier, durfte also dreimal zugucken bei dieser Aufgabe und wurde dann selber vor diese Herausforderung gestellt und gefragt, ja, welchen Ball nimmst denn du jetzt? Jetzt gibt es wieder den, der am weitesten weg ist, einen, der in der Mitte ist und einen, der am nächsten dran ist. Und wenn jetzt dieses zuschauende Tier das einfach nachgeäfft hätte, was ihm vorgemacht würde, hätte es diesen Ball genommen. Das passiert aber nicht, sondern was stattdessen passiert ist, dass sie ohne Varianz eigentlich immer den nächsten oder manchmal den zweitnächsten Ball nehmen. Sodass sie also sogar mehr machen, als einfach nur was abzugucken, was ihnen jemand anders vormacht, sondern sie kapieren auf irgendeine Weise, dass dieser Ball in die Mitte gehört, aber sie lösen diese Aufgabe auf eine Weise, die ihnen niemand vorgemacht hat. Spontan. Ohne, dass sie es irgendwie selber ausprobiert haben und dergleichen. Und das ist nicht leicht zu erklären mit einfachen assoziativen Prozessen, finden wir. Nun gibt es oft Leute, die denken, dass das irgendwas damit zu tun hat, diese herausragenden Lernfähigkeiten, Problemlösungsfähigkeiten mit dem sozialen Verband, in dem Hummeln und Honigbienen leben. Und ich bin da nicht so sicher. Es gibt zum Beispiel, wir haben vorhin versucht, dieses Video hier zu zeigen, das hat aber jetzt nicht so ganz geklappt, deswegen habe ich Ihnen ein paar Bilder reingeklebt. Hier ist ein Amateur ein etwas eigenartiges Experiment gemacht mit einer solitären Biene. Und manche solitären Bienen, die nisten in Löchern, in Mauern oder in Felsen oder in hohlen Bäumen und dergleichen. Und da hat irgendein Clown diesem armen Tier einen Nagel in sein Nest reingeschoben. Okay? Und Sie können das gerne mal nachsuchen. Also wenn man einfach nach Solitary Bee
Nail-Pulling oder dergleichen sucht, werden Sie es gleich finden. Und das Interessante ist, diese Herausforderung hat es noch nie gegeben in der evolutionären Geschichte. Noch nie hat eine solitäre Biene einen Nagel in ihrem Nest gefunden. Was dieses Tier macht, ist nicht, dass es irgendwie wie ein schlecht programmierter Roboter versucht, an diesem Nagel vorbeizukrabbeln und dabei aus Versehen irgendwie noch weiter reinschubst oder dergleichen, sondern es ist sofort klar, dass das Tier das Resultat vor Augen hat, nämlich dass dieser Nagel da rauskommt. Und dabei ist sie nicht besonders geschickt, also sie macht alle möglichen verrückten Sachen, wie zu versuchen, auf diesem Nagel zu stehen und mit den Flügeln zu flattern, um den rauszuziehen, und das klappt nicht so ganz, und dann ruckt sie da so dran rum. Also es dauert eine Weile, aber es ist klar, dass sie nicht sich einfach da auf die Basis des Lochs zubewegt, wie gesagt, irgendein schlecht programmiertes robotisches Tier das machen würde, sondern dass das Ziel klar vor Augen ist, dass dieses Hindernis aus dem Weg kommt und man das machen muss, indem man zieht, nicht irgendwie dran vorbeipusht. Und ich denke, dass der Ursprung der herausragenden Intelligenz- und Lernfähigkeiten, die wir bei sozialen Bienen deshalb untersuchen, weil die einfach zu halten sind, weil man da leicht an viele Tiere rankommt, aber aus kaum einem anderen Grund. Der Ursprung dieser herausragenden Flexibilität und Lernfähigkeit nicht nur bei den solitären Bienen zu suchen ist, sondern bei ihren Vorfahren. Und das sind nämlich ganz finstere Gesellen, parasitoide Insekten. Da gibt es viele Arten mit zum Teil sehr exotischen Biologien, Wespen sind das, die verschiedene Beutetiere fangen, lähmen, indem sie sie in ihre Nervenzentren injizieren mit ihrem Stachel und auf die Weise außer Gefecht setzen, sodass sie dann lebend konsumiert werden können von den Larven dieser Wespen. Und hier ist ein Beispiel von einer Ammophila-Wespe, die hier sich in ein Loch gegraben hat und hier gerade so eine Raupe, die sie gefangen hat, reinzerrt. Dann steckt sie die also rein, legt ein Ei drauf und dann macht sie das Nest zu. Oft bringt sie dann aber noch mehrere Larven ein. Und diese Ammophila-Wespen können sich nicht nur den Ort eines Nestes merken, sondern sie haben oft mehrere gleichzeitig. Und jedes einzelne dieser Nester ist sehr gut versteckt. Sie macht hinterher das Nest zu. Sie sehen, dass sie hier also mit verschiedenen Steinchen rumräumt. Es gibt auch tatsächlich historische Beobachtungen, anekdotisch, aber immerhin, dass sie zum Teil diese Steine auch als Werkzeuge nutzen, um den Sand ein bisschen festzuklopfen. Aber letztendlich machen sie dieses Nest komplett unsichtbar. Die fegen da Sand drüber und dann sieht man es nicht mehr. Und es gibt keinen anderen Weg, das Nest wiederzufinden, außer dass man sich das aus den Landmarken in der Umgebung merkt. Und wie gesagt, diese Tiere haben sogar oft mehrere dieser Nester gleichzeitig, die sie betreuen, und sich merken, was sie da reingelegt haben, wann sie es reingelegt haben und dann entsprechend weiter versorgen. Und dieses herausragende räumliche Gedächtnis, das gab es also schon, bevor es die erste Biene gab und war sicherlich sehr hilfreich, um dann als Bienen eben auch so zu operieren, dass man ein Nest hat, sich merken kann, wo das Nest ist und da drin seine Brut versorgt. Und diese Entwicklung schlägt sich auch nieder in der Morphologie der Gehirne. Hier ist eine Frontalansicht eines Insektengehirns. Da sieht man hier also die optischen Loben, Lamina, Medulla und Lobula. Und hier oben sind diese grünen Strukturen, sind die sogenannten Pilzkörper, die wichtige Zentren von Lernen und Gedächtnis sind. Und die noch früheren Vorfahren, vor den parasitoiden Wespen, sind Pflanzenfresser, sind pflanzenfressende Larven, die noch kein Zuhause hatten, wo die Adulten einfach nur die Eier irgendwo auf Blätter legen und die Larven sich dann da alleine durchschlagen. Und die haben extrem kleine Pilzkörper. Und die größte Änderung in der Geschichte der Bienengehirne gibt es an dieser Transition, dem Übergang von den Pflanzenfressern zu den Parasitoiden. An dem Punkt haben sie dann auf einmal, oder zumindest viele der Parasitoiden,
haben ein Nest, ein Zuhause, wo sie Larven versorgen oder Eier versorgen und sich merken müssen, wo dieses Nest ist. Und an dem Punkt gibt es eine ganz, ganz deutliche Vergrößerung dieser Strukturen, dieses Insektenkortex, der Pilzkörper. Und bei den Bienen, egal ob die nun solitär oder sozial sind, kommt dann nicht mehr viel hinzu. Es ist nicht so, dass es da dann nochmal eine Vergrößerung irgendwelcher Gehirnareale gibt. Natürlich gibt es sicherlich auch, wenn man sich die Schaltkreise genauer anguckt, da Veränderungen, aber die grobe Morphologie des Gehirns, der größte Unterschied passiert an der Schaltstelle, wo sich die Pflanzenfresser zu Parasitoiden evolviert haben. Und später, als die Bienen dann auf eine komplett vegane Diät umgestiegen sind, passiert mit der groben Morphologie des Gehirns nicht mehr viel Umwälzendes. So viel zum Ursprung der Intelligenz der Bienen. Sie sehen, ich habe mich für den Ursprung der menschlichen Intelligenz schon recht früh interessiert. Was unter anderem daran gescheitert ist, dass ich das Wort Intelligenz nicht richtig schreiben konnte. Auch ansonsten lässt diese Theorie noch einiges zu wünschen übrig. Aber es gibt eine sehr interessante neue Theorie seit einigen Jahren, was zum Ursprung der menschlichen Intelligenz beigetragen haben könnte. Und das hat was mit Bienen zu tun. Und das ist eine spekulative Theorie, aber eine schöne, wie ich finde. Und deswegen wollte ich Ihnen das gerne erzählen. Wichtig ist, sich klarzumachen, dass das menschliche Gehirn sehr deutlich größer ist als das der Schimpansen. Die Morphologie ist ansonsten sehr ähnlich. Viele Areale, im Prinzip alle Areale, die bei Menschen beschrieben worden sind, auch solche, die mit spezifisch menschlichen Eigenschaften, wie der Fähigkeit der Sprache, Broca's Area, Wernicke's Area, diese Gebiete gibt es auch bei Schimpansen, zwar kleiner, aber die sind auch identifizierbar, aber das gesamte Gebilde ist schon sehr, sehr deutlich, mehr als dreimal so groß beim Menschen wie bei Schimpansen. Und natürlich kostet das Energie. Es ist nämlich nicht nur, dass man da mehr Gewebe bauen muss, sondern neuronales Gewebe ist in seiner ständigen Aufrechterhaltung, auch unabhängig ob man schläft oder wach ist, sehr, sehr teuer. Das Gehirn in Bezug auf das Gewicht macht nur ungefähr 2% unseres Körpergewichts aus, aber 20% unseres Energiebedarfs. Also das ist was Teures, so ein riesiges Gehirn herumzutragen. Und diese Frau Alyssa Crittenden, die diese Idee aufgestellt hat, dass die Bienen irgendwas mit Gehirnevolution bei Primaten und Menschen zu tun haben könnte, ist auf die Idee gekommen, als sie sich ein Volk von Jägern und Sammlern genau angeschaut hat, nämlich die Hadza in Tansania. Das ist eines der letzten Jäger- und Sammlervölkern, die auf einer ziemlich ursprünglichen Ebene diesen Lebensstil pflegen. Und sie hat festgestellt, diese Forscherin, dass eine der wichtigsten und am begehrtesten Nahrungsquellen dieser Hadza Honig ist. Nicht nur von Honigbienen, sondern von 7 verschiedenen Bienenarten, auch einigen stachellosen Arten. Die verbringen einen recht großen Teil ihrer Zeit damit, Honig hinterher zu jagen. Und die haben keine Imkerei, die betreiben keine Bienenzucht, sondern die suchen nach wilden Kolonien und klauen den Honig. Und dann hat sie ein bisschen weiter rumgeschaut und es stellt sich heraus, dass nicht nur viele Naturvölker Honig ernten auf diese Weise, sondern auch unsere nächsten Verwandten. Also hier ist ein Schimpanse, der hier mit einem Stock hantiert und Sie sehen ganz viele Bienen, die um den herum fliegen und den wahrscheinlich auch stechen. Das interessiert ihn aber weniger als diese leckere, süße Nahrung, die es da zu holen gibt. Offenbar, es ist wohl so, dass Schimpansen auch verschiedenartige Stöcke für verschiedenartige Bienen benutzen. Stachellose, da nehmen sie kleine, kurze Stöckchen. Und bei Honigbienen, wo man natürlich schon ganz ordentlich was abkriegt, dann nehmen sie auch schon mal längere Werkzeuge, die ihnen ein bisschen größere Distanz ermöglichen. Aber menschliche Honigjäger haben bessere Werkzeuge als die Schimpansen, nämlich nicht nur kurze und lange Stöcke. Wir sehen hier Honigjäger in Nepal
Und das sind Honigbienen, die sind ungefähr so groß wie Hornissen, aber da, sie stechen schmerzhafter als Hornissen. Die sind verdammt tough, diese Bienen. Die haben also so im Gegensatz zu unseren Stockbienen offene Nester, die also so ungefähr die Größe haben von einem Rad von einer Dampflokomotive bis zu 2 Meter Durchmesser. Und an solchen überhängenden Klippen angebracht werden, an die man nur rankommt mit solchen Leitern. Das sind Strickleitern, die zum Teil 40, 50 Meter lang sind. Und man macht dann oben an der Klippe die Leiter fest und dann klettert man da hoch. Hier sieht man einen Herrn da raufklettern. Und diese Leute haben also keinen ordentlichen Schutz. Die werden rechts und links gestochen, während sie hier diese Waben abschneiden und dann tatsächlich an Seilen festmachen, um sie möglichst unzerstört nach unten zu bringen. Sie benutzen auch Feuer, um die Bienen zu beruhigen, so wie Imker halt auch. Aber also das ist schon ein sehr, sehr erstaunlicher Werkzeuggebrauch, der da zum Tragen kommt. Nun sind es aber nicht nur die Schimpansen und verschiedene Naturvölker, die Honig jagen, sondern es haben Menschen offenbar schon sehr, sehr lange betrieben, diese Art von Honigjagd. Und hier sind einige steinzeitliche Höhlenzeichnungen. Hier ist eine sehr schöne Zeichnung, finde ich, aus Spanien, wo offenbar auch jemand auf einer Leiter herumklettert und dergleichen. Hier ist ein ähnliches Szenario aus Indien, ganz ähnlich diesen Fotos, die ich gerade gezeigt habe. Leider konnte ich zu dieser Zeichnung hier kein Datum finden, aber das Erstaunliche scheint mir zu sein, dass die hier auch mit Feuer rumhantieren, um möglicherweise die Bienen zu beruhigen, die da irgendwie ganz ärgerlich ausfliegen. Also nicht nur unsere nächsten Verwandten im Tierreich mögen Honig gerne, sondern praktisch alle Naturvölker kennen sich damit aus, wie man an Honig rankommt, auf allen Kontinenten. Und zum Teil mit recht erstaunlich erfinderischen Werkzeugen. Also die Theorie von Alyssa Crittenden geht ungefähr so, dass Honig dass die energetisch hochwertigste Naturnahrung ist, die es überhaupt gibt. Es gibt nichts, wo mehr Kalorien drin sind in der Natur, zuckermäßig. Und dass diese Quelle möglicherweise eben seit Millionen von Jahren nicht nur von Menschen, sondern eben auch von unseren nächsten Verwandten genutzt wird, dass es möglicherweise zunächst mal recht subtile Unterschiede gab in dem Erfindungsreichtum zwischen Primaten, Schimpansen zum Beispiel und Menschen bei der Beschaffung dieser energetisch hochwertigen Futterquelle. Und dass aber dieser Vorteil möglicherweise eben dann die Evolution eines größeren Hirns ermöglicht hat, das wiederum dann einen höheren Erfindungsreichtum und bessere Werkzeuge, wie zum Beispiel Leiter und Feuer, ermöglicht haben können. Wie gesagt, das ist eine spekulative Theorie, aber eine, die mir gut gefällt. Wir verdanken den Bienen ziemlich viel. Jeder weiß, dass wir die Honigsüße ihnen verdanken. Licht in Bezug auf Kerzen gibt es, Wachskerzen gibt es seit Tausenden von Jahren. Ebenso ein Met, also ist eines der ältesten alkoholischen Getränke, die dokumentiert sind. In China wird es seit 9000 Jahren gemacht und man kann da mit modernen molekularbiologischen Untersuchungen Spuren feststellen in alten Gefäßen und dergleichen. Ich fand diese Entdeckung ganz spannend, dass man eine 6500 Jahre alte Zahnfüllung gefunden hat, wo jemand einen kariösen Zahn mit Bienenwachs gefüllt hat. In Osteuropa wurde das gefunden. Ja, und möglicherweise auch teilweise für die Evolution unserer Intelligenz verantwortlich sind. Also sollten wir vielleicht ein bisschen weniger Pestizide draufsprühen und ihnen doch ein bisschen mehr Respekt zollen, den guten Bienen. Zusammenfassung zu den wesentlichen Thesen, die ich gerne diskutieren wollte. Mir scheint es so zu sein, dass bei diesen Experimenten von François Hubert zur Wachskonstruktion eine Art von vorausschauendem Handeln beobachtet werden kann in Bezug auf die räumliche Orientierung und ihre Verbindung mit sensorischen Erfahrungen wie Düften. Können sie offenbar flexibel auf verschiedene Erfahrungen zugreifen und in manchen Fällen diese sogar nachts abrufen.
Bei den Hummeln ist es so, dass sie sich manche Verhaltensweisen gegenseitig abschauen können und sogar Gesehenes spontan verbessern können, ohne es durch Trial and Error auszuprobieren. Ich denke, dass die Ursprünge allen vorausschauenden Handelns eben in solchen sensorischen Interpretationen zu suchen sind, wie man sie möglicherweise schon im Kambrium bei den ersten Tieren mit bildgebenden Augen feststellen könnte. Und dass ich das aber, was speziell die Lernfähigkeit und Intelligenz der Bienen und ihrer Verwandten betrifft, man, glaube ich, die Wurzeln in ihren parasitoiden Vorfahren suchen muss, die bereits ein sehr gutes Ortsgedächtnis haben mussten. Ich möchte schließen mit ein paar Worten von Maurice Maeterlinck, der ja ein ganzes Buch geschrieben hat vor über 100 Jahren über das Leben der Bienen und der sich hier auslässt über, oder seiner Frustration Ausdruck gibt über die Schwierigkeiten der Wissenschaftler dabei, das Verhalten der Bienen richtig zu interpretieren. Der vergleicht damit da also die Schwierigkeiten der Forscher mit einem Marsmenschen, der die Menschen verstehen möchte. Glaubt man etwa, ein Bewohner des Mars oder der Venus, der von einem Berggipfel herab die kleinen schwarzen Punkte, die wir im Raum sind, hin und her wimmeln sehe, könnte sich aus dem Anblick unserer Bewegung eine genaue Vorstellung von unserem Verstand, unserer Moral, unserer Art zu lieben, kurz unserem inneren und wirklichen Leben machen? Wohin gehen Sie, würde er sich fragen, wenn er uns Jahre und Jahrhunderte lang beobachtet hätte. Was tun Sie? Welches ist der Mittelpunkt und der Zweck Ihres Lebens? Ich sehe nichts, was Ihre Schritte lenkt. Heute scheinen Sie allerhand Kleinigkeiten aufzuhäufen und aufzubauen und morgen zerstören und zerstreuen Sie sie. Sie kommen und gehen, sie versammeln sich und gehen auseinander, aber man weiß nicht, was sie eigentlich wollen. Herzlichen Dank.